Bevor es nun mit dem Video losgeht, nur noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt aus dieser oder anderen Rubriken, abonniert diesen Kanal, drückt abonnieren, aktiviert die Glocke und ihr werdet immer über Neuigkeiten informiert. Servus liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Heute mal wieder ein paar Arc-News und zwar geht es um das TLC Phase 2 Update, was ja eigentlich schon lange und sehnsüchtig erwartet wird von der PS oder auf der PS4. Das Update ist ja jetzt verschoben worden, soll jetzt in der nächsten Woche kommen, zwischen dem 23. und 29.04. Grund dafür ist, dass es noch ein paar Fehlerbehebungen und Korrekturen gibt. Also zum einen gibt es ja die Dinos, die Aktualisierung, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Und zum zweiten geht es aber auch um die sogenannte Ragnarok-Puzzlehöhle. Ja, wer die sucht, ja, der sollte sich mal in der Nähe von 5575 auf der Ragnarok-Map an den Steinen nach kleinen Eingängen umgucken. Da ist diese besondere Puzzlehöhle. Und bei dieser Höhle ist es jetzt so, dass einige entsprechend Gebäude reingebaut haben. Und es soll jetzt nun sichergestellt werden, dass zum Erscheinen dieses Patches alles aus der Höhle entfernt wurde. Zum einen sind da die User gefragt, zum zweiten kann es dann passieren, wer das nicht getan hat, dass die Tiere entweder da buggen oder eben komplett verschwunden sind. Ja, deswegen, wie gesagt, hoffen wir, dass dann in der nächsten Woche zwischen 23. und 29.04. dann dieses Update kommt, TLC Pass 2, wo drin entsprechend auch verschiedene Tiere sozusagen ein bisschen abgedatet wurden. Es gab optische Updates und noch ein paar Funktionen, die neu dazugekommen sind. Und zwar geht es jetzt hier in dieser Sendung um den Argentavis, den Parasaurus, den Raptor, unser Krokodil, den Sarko, dann den Spinosaurus und um den Triceratops. So, ich würde sagen, wir erzählen gar nicht lange rum und fangen direkt auch mal mit dem Argentavis an. Also Argentavis ist natürlich ein sogenanntes Modell-Update. Das heißt, die Texturen wurden verbessert, die Animationen wurden zum Teil etwas verändert und er hat einige neue Fähigkeiten. Nämlich, er kann bis zu 2 Kreaturen tragen und er kann sogar Kreaturen packen bzw. auch freilassen mit seinem Schnabel. Das ist jetzt auch eine neue Sache. Und außerdem hat er... Wenn er zum Beispiel Leichen frisst, kaputte, also tote Menschen oder tote Tiere, regeneriert er auch ein bisschen Leben dazu. Das ist auch schon mal eine sehr interessante Sache. Und außerdem wird er als mobile Crafting Station, das heißt also als mobile Werkbank, funktionieren. Also wenn man da einen Sattel drauf hat, kann man dann dementsprechend den wie so eine Art Werkbank benutzen, wobei das nicht mit Biber zum Vergleich ist, sondern es sind eben andere Sachen als Crafting Station. Außerdem wurde jetzt endlich mal gefixt, dass da oder mal eingepflegt, dass jetzt auch die Gewichte angepasst werden, weil der Argentavis ist hier oft so das berühmte Lastentier, mit dem man eben ein bisschen farmen geht. Und was jetzt die Sachen betrifft, wurde das Gewicht reduziert. Wir kennen das also zum Beispiel auch vom Ankylosaurus, da wiegt das Metall nur die Hälfte, zum Beispiel der Dodericus, da wiegt der Stein nur die Hälfte. Und genauso wird es jetzt bei dem Argentavis sein. Bei dem betrifft das Ganze Obsidian, Metall, die Metallbarren, Polymer und Stein. Das wird alles entsprechend um 50% halbiert, sodass man also noch mehr mit dem Argentavis tragen kann. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Argentavis wird. Er sieht zumindest schon mal sehr interessant aus. Und mal gucken, wie es sich dann mit dem Update verhält. Als nächstes haben wir den Parasaurus. Auch der bekommt einige neue Fähigkeiten und einen neuen, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Sagen wir mal einen neuen Sound. Also es heißt, neue Geräusche kann er von sich geben. Die neue Fähigkeit, die eine, die er zum Beispiel kann, ist zum Beispiel der sogenannte Alarmmodus. Das heißt, er wird in einen sogenannten Turmmodus versetzt und kann praktisch die Umgebung abscannen und prüfen, ob da irgendwelche Bedrohungen sind. Und dann gibt es visuell und akustisch einen Schrei bzw. auch eine Geste, wenn Bedrohungen vorhanden sind. Das heißt, er meldet sich dann und ist praktisch wie so ein kleiner Bewegungsmelder. Außerdem erschreckt er kleine Kreaturen. Das heißt, die kleinen Kreaturen, kleine und mittlere Kreaturen werden dann automatisch abgeschreckt. Ne? Das kann man also, wenn man auf ihm reitet, auch aktivieren, um eben die kleinen lästigen Viecher ein bisschen loszuwerden. Ich erinnere so ein bisschen an Pegomastax oder auch andere kleine. Außerdem kann er auch sozusagen scannen. Das heißt, wenn man ihn reitet,
kann man einen Scan auslösen und der entsprechend wird, auch wenn man unterwegs ist, einfach nach Bedrohung in der Nähe absuchen und dich dann warnen, wenn da entsprechend irgendwas passieren sollte. Soviel zum Parasaurus. Die ganze Zeit war er einfach immer nur ein relativ schnelles Fortbewegungsmittel, aber jetzt finde ich es klasse, dass er zumindest auch da schon einmal so ein paar Zusatzfunktionen hat und ich denke mal, das wird ganz interessant, die dann auch einzusetzen. Apropos Türme, da gibt es hier auch ein neues Update. Also es ist ja jetzt mit dem nächsten Patch auch geplant, die Anzahl der Türme auf 100 zu begrenzen. Ne? Die ganze Zeit war das ja unbegrenzt. Mittlerweile ist es aber so, dass man nicht mehr unendlich viele Türme sozusagen platzieren kann. So, kommen wir zu unserem nächsten Freund, nämlich dem kleinen Raptor. Auch der wird entsprechend optisch aufgewertet. Er kriegt neue Animationen, die Texturen werden ein bisschen verarbeitet oder verändert und außerdem bekommt er auch zwei neue Fähigkeiten. Die eine ist zum Beispiel das Springen, das heißt, er kann direkt auf ein Ziel drauf springen und kleine und mittlere Ziele oder ja gegnerische Dinos sozusagen werden für kurze Zeit auf dem Boden festgehalten. Das ist also auch schon mal eine ganz interessante Sache. Und außerdem kann man dann auch einen Multi-Angriff starten, das heißt immer wieder Angriff, Angriff, Angriff und während das Vieh am Boden liegt, kann man auf ihn einhämmern sozusagen. Und das zweite ist, es gibt einen sogenannten Pack-Buff, das bedeutet, wenn man das aktiviert, wenn zum Beispiel zwei Raptoren zusammen sind, wird dann für 15 Sekunden die Widerstandsfähigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit und auch die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Um wie viel Prozent? Ja, das müssen wir noch rausfinden. Da sind bis jetzt noch keine genauen Informationen bekannt, aber das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, auf einem Raptor reitet man, den zweiten nimmt man mit, hat dann den Buff, den man aktivieren kann. Ich denke mal, dadurch wird der Raptor definitiv auch nochmal ein sehr interessantes Tierchen zum Jagen, was er ja eigentlich durch die Schnelligkeit und die Stärke ja jetzt schon ist. So, das nächste ist unser berühmtes, beliebtes Krokodil, unser Saku. Ja, auch der wurde natürlich ein bisschen gepatcht, hat also auch ein paar neue Texturen und auch Animationen bekommen und hat auch neue Fähigkeiten. Also es gibt ihn jetzt auch, wie hier zu sehen, mit dem geöffneten Maul. Also das heißt, nicht nur einfach brav da vor sich hinlaufend. Außerdem kann er, eine Todesrolle machen. Die Todesrolle hat halt den Vorteil, das Vieh, sagen wir mal, ja, bewegungsunfähig zu machen und verursacht dadurch auch nochmal eine ganze Menge Schaden. Außerdem hat er die Möglichkeit des sogenannten Ausfallschrittes, würde ich es mal nennen. Das heißt, er kann sich mit einem gezielten Sprung sozusagen oder einem Spurt auf das Ziel vor ihm direkt stürzen. So, außerdem gibt es einen 180-Grad-Angriff. Das bedeutet, er kann sich an Ort und Stelle drehen, sozusagen fast um die eigene Achse, um Feinde hinter ihm anzugreifen. Das ist also auch eine neue Sache, die wirklich extrem interessant ist. Außerdem kann man, wenn man das Tier gezähmt hat, auch Leute aus seinem Stammprinzip dazu bringen, dass sie auf dem Rücken laufen bzw. stehen können. Also die können also wie gesagt auch auf das Tier drauf oder drüber laufen. Ist natürlich auch jetzt erstmal im ersten Moment nicht so sinnvoll. Warum muss ich auf dem Vieh stehen? Aber interessant ist das, wenn man im Wasser ist, denn dann kann man sie an die Oberfläche bewegen, die Leute. Und das Krokodil, der Saku, kann also dementsprechend auch als Floß verwendet werden. So, außerdem, die Schwimmtiefe wurde auch modifiziert, das heißt, er kann die aktuelle Tiefe beim Schwimmen beibehalten, dass er nicht dauernd hoch und runter geht, das ist auch okay. Und er kann nur unter Oberflächen lauern, das ist auch schon mal interessant. Und was noch gut ist für jeden, der im Wasser, ja, sagen wir mal, ein bisschen Bewegung hat, nervig sind ja immer so ein bisschen die kleinen Viecher, die einen angreifen, sprich die Piranhas. Und der Saku wurde jetzt so hingegen gepatcht, dass die Piranhas fliehen. Ne? Also das heißt, sobald man auf einem Saku unterwegs ist, nehmen die Piranhas Reis aus und man hat eben entsprechend ein bisschen Ruhe. So, als nächstes kommen wir zu unserem Freund, dem Spino. Auch dieser wurde natürlich optisch upgraded, hat Animationen und auch Textur ein bisschen was verändert bekommen. Wie gesagt, ich bin hochgespannt auf die nächste Woche, was da rauskommt. Und zwar gibt es jetzt eine Fähigkeit Wasser. Buff. Also das heißt, im Wasser gibt es die Funktion,
dass man oder den Bonus, dass man eben eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit hat. Man hat einen besseren Wenderadius auf alle Fälle und der Schaden ist auch noch mal etwas nach oben gepackt und im Wasser kann sich der Spilo auch etwas schneller heilen. So, und kurz bevor man aus dem Wasser rausgeht sozusagen, hat man entsprechend noch die Funktion, dass man den Biped nutzen kann, das heißt stärkere Angriffe. Er kann sich an Ort und Stelle drehen und außerdem hat er eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit. Übrigens für die, die es nicht wissen, zum Zähmen nimmt man natürlich bevorzugt Prime Fish. Das ist natürlich die optimale Mahlzeit, um ein Spino relativ schnell zu bekommen. So, kommen wir zu unserem nächsten, aber nicht minder interessanten Kameraden, nämlich dem Triceratops. Der Triceratops hat auch entsprechend ein Upgrade von Modeling. Die Animation und die Textur, wie ihr seht, wurde auch schon ein bisschen angepasst. Und es gibt eigentlich zwei neue Funktionen. Die eine nennt sich RAM, also wie das Rammen. Und zwar wird die Zeit aufladen, kann man das über Zeit aufladen, so rum. Und wenn man es dann aktiviert ist und je länger es geladen ist, umso schneller funktioniert das Ganze. Nämlich, das Ziel, wenn es getroffen wird, wird verkrüppelt sozusagen. Und während des Ladevorgangs, ja, haut er im Prinzip, ja, sozusagen kleine Dinos weg, ne? Also, um das mal zu testen, sollte man vielleicht einfach mal auf eine kleine Gruppe von Dodos gehen und dann kann man mal sehen, wie weit die fliegen. Ist eine hochinteressante Sache. Das ist echt nicht schlecht. Dann gibt es einen weiteren Buff, nämlich in der Nähe großer Fleischfresser wird der Schaden leicht erhöht, der erlittene Schaden leicht verringert und die Gesundheit steigt um 10%. Auch das natürlich eine hochinteressante Geschichte. So, ja, im Prinzip ist das soweit erstmal das Grobe zu den Tieren. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die entsprechend auch behoben werden. Zum Beispiel bei Ragnarok wurden die Streaming-Grenzen korrigiert, damit also entsprechend die Speichernutzung ein bisschen optimiert wird. Klar, einige, ja, Löcher und verschiedene Balken und schwebendes Laub und so Sachen wurden auch noch entsprechend behoben. Außerdem gab es entsprechend noch für Aberration Center und die Island eben einzelne Löcher, wo man aus der Map rausfallen konnte. Das wird entsprechend auch nicht mehr passieren. Und des Weiteren wurden auch die Farben des Greifen etwas angepasst. Da gab es auch einzelne Sachen, gerade wenn man den Greifen ein bisschen farblich sozusagen bearbeiten möchte, da gab es Probleme, die wurden auch entsprechend noch behoben. Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt. Also auf dem PC ist es ja schon raus, auf der PS4 soll es ja jetzt demnächst kommen. Außerdem wurde auch gleichzeitig noch mit angekündigt, dass der Patch-Prozess, jetzt bin ich gerade so ein bisschen durcheinander, der Patch-Prozess auf dem PC, darauf werden die Herrschaften sich demnächst ein bisschen fixieren und es soll eigentlich regelmäßig dienstags oder mittwochs immer neue Updates kommen, um entsprechend diverse Bugfixes und andere Sachen zu beheben. Kritische Patches werden natürlich entsprechend vorangezogen. Ja, das war es erstmal von mir soweit grob, mal kurz angerissen, um was es hier jetzt geht. Wie gesagt, ich bin gespannt auf den 23. bis 29.04., das hier nächste Woche. Da soll auch dann das Update endlich für die PS4 kommen. Und ja, dann bin ich auch mal gespannt und dann werden wir mal sehen, was davon alles umgesetzt wird und wie es funktioniert. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und abonniert mich. Und ihr verpasst nichts, wenn wieder was Neues kommt. In dem Sinn, nochmals danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.